Spieltag der Oberliga Nord-Saison 2018-2019. Crocodiles Hamburg gegen die Hannover Indians. Dann mit dem Pass nach vorne auf Barlauf. Barlauf auf die rechte Seite, wieder zurück. Dann Ballam mit dem Schuss aus dem linken Bullikreis. Schön angespielt aus dem rechten Bullikreis. Gianluca Baller da. Aber Hamburger halten sie drin. Martens in der Innenrunde gespielt auf Lupzig. Lupzig hinterm Tor auf Mitchell. Mitchell passt vor das Tor. Lupzig! Und Endstation. Kevin Beach. Hamburger könnte ich aber behaupten. Zurückgespielt an die blaue Linie. Querpass dort. Reinig mit dem Schuss. Nachschuss. Da ist dann. Jetzt geht's nach vorne für Mitchell. Mitchell, rechter Bullikreis. Bleibt da kurz hängen. Muss sich dann die Scheibe wiederholen. Übergibt sie auf McGowan. Der rechts in der Rundung. Rechts an der Bande. Wird immer noch verfolgt von Ovenscheen. Dann der Rückpass an die blaue Linie. Reinig abgefälscht. Und knapp und vorbei. McGowan übernimmt. Auf der linken Seite. Auf Mitchell. Mitchell zurück auf Reinig. Reinig wieder auf Mitchell. Mitchell links an der Bande. Findet keine Anspielstation. Dann Reinig von der blauen abgefälscht. Nochmal Reinig. Reinig, Mitchell, linke Seite, Grundlinie. Pass in die Mitte. McGowan und abgewehrt die Scheibe. Nochmal die Hamburger. Mitchell hinterm Tor. Hält da die Scheibe, Passweg verstellt und dann kommen die Hamburger oder kommen die Hannoveraner an die Scheibe, kriegen sie aber nicht raus. Wird da drin gehalten von McGowan an der blauen Linie. Jetzt auf der rechten Seite Hoffmann. Weit aufgerückt, rechts neben dem Tor der Indians. Will nochmal zurückspielen. Nochmal McGowan auf der linken Seite. Und dann kommen die Indians dazwischen. Mal wieder hält Aaron Reinig die Scheibe drin. Aaron Reinig um das Hannoveraner Tor herum. Immer noch Reinig mit dem Passversuch an die blaue Linie auf Hoffmann. Da dann allerdings die Indians dazwischen. Aber auch der verliert die Scheibe. Konter der Indians. Norris. Norris mit der Rückhand. Christian dazwischen. Scheibe immer noch frei. Schnell wieder alles auf Anfang. Christian einmal um die eigene Achse gedreht. Schläger wieder in die Hand genommen. Lupzig kann die Scheibe kurz drin halten. Dann Lupzig nochmal. Lupzig in der. Wird dann ausgehebelt. Lupzig gegen Finkel. Da links in der Rundung. Dann Palausch. Da gibt es dann die Strafe. Dann ist der Arm noch nicht oben. Da war ein Haken zu viel von Armin Finkel. Schuss liegt wieder verstellt. Mitchell. Und da ist die Strafzeit um. Hannover wieder komplett. Aber McGowan mit der Möglichkeit. Scheitert an Kevin Beach. Da hat er die Scheibe auch nicht voll getroffen. Die Scheibe nach vorne. Und dann ist das Palausch. Nee, Lupzig. Lupzig, Lupzig, zweimal Lupzig, dreimal Lupzig, dreimal Kevin Beach. Mitchell auf der linken Seite. Mitchell, Mitchell, Beach im Nachfassen, Endstation. Lupzig kommt da nicht zu Puck. Gehen jetzt mit dem Konter, 3 auf 2. Morschinetz auf der linken Seite, in den Rückraum gespielt für Knaub. Der verzieht. Morschinetz. Holt sich den Rebound, nochmal auf Knaub, der mit der Rückhand. Hamburger dazwischen. Schön aufgepasst von Reinig war das. Jetzt der Konter der Hamburger. Baller mit dem Schuss. Tor! Mutterseen alleine in der Mitte vergessen. Gianluca Baller kriegt den Pass aus dem rechten Bullikreis. Lennart Palausch. Und dann Gianluca Baller kann sich die Ecke aussuchen. Er entscheidet sich für oben links. Und netzt ein hier in der 31. Spielminute zur 1-0-Führung. Gianluca Baller. Das ist 4-4. Ja, spielen gegen die Preußen, ne? Ja. Ja. Kein Selbstgänger. Apropos Selbstgänger, da liegt jetzt ein Indianer. Linke Seite. Norris, Pass neben das Tor, Morschinetz, Pohanka auf der rechten Seite. Pohanka, Morschinetz und dann ist es Norris, der am linken Bullikreis oder im linken Bullikreis frei steht und die Scheibe einnetzen kann, da Kai Christian auf der anderen Seite noch ja, am Boden lag. Dann nicht
schnell genug rüberkam, ist halt so im Powerplay, ist halt Fahrlausch nochmal. Mit dem Schuss aus der Drehung, Beach dran, Scheibe am Tor vorbei. Reinick mit dem Schuss, Tor! Aaron Reinick in seiner Spezialdisziplin. Ja, und eventuell war Tobias Bruns im Slot sogar noch dran. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht, der kann auch komplett so durchgegangen sein. Die passende Antwort. Schnell auf Martens, der gleich weitergeleitet auf McGowan, der im rechten Bullykreis. McGowan wieder auf Martens. Martens, McGowan, keine Schussmöglichkeit da. Schussweg verstellt. Martens, McGowan lassen die Indians da jetzt laufen. McGowan! Ja! Nach dieser Passstaffette, würde ich gerade sagen, da muss dann irgendwann mal der Pass oder der Schussweg frei sein. Dann ist er es. McGowan mit der sofortigen Erhöhung hier zum 3:1 in der 37. Minute. Powerplay-Treffer für die Crocodiles. Und auf Zolkowski, der gleich weiter auf Batschek, der hier auf der rechten Seite hoch gespielt, dann auf die Grundlinie wieder zurückgespielt auf Zolkowski. Zolkowski mit dem Schuss, Mitchell blockt ab. Walasek auf der rechten Seite, rechts in der Rundung, Pass zurück an die blaue Linie auf Zolkowski. Der kriegt sie aber nur auf die Rückhand, muss dann die Scheibe da kurz sich auf die Vorhand legen, dann mit dem Schuss Christian verliert das Bulli. Pass vors Tor von Baller, dann Bruns sofort frei steht im Slot. Kommt aber an Beach nicht vorbei, lupft sich nochmal. Da auch mit der Möglichkeit, aber dann ist Beach da, holt sich den Rebound. Hamburg. Lücke kommt da zu Fall. Finkel mit dem Schuss, Christian mit der Fanghand. Schnell zu machen. Scheibe tief gespielt, Kai Christian hinterm eigenen Tor. Auf Martens. Martens duckt die Scheibe hoch raus. Und die Scheibe rutscht durch. Und da ist das Empty Net Goal. Norman Martens von der eigenen Grundlinie. Ich glaube nicht, dass der noch abgefälscht worden ist von Mitchell. Der Hauptschiedsrichter ist doch jetzt auch direkt am Kontrollieren. Ich glaube ja. Baller dazwischen. Es geht nochmal nach vorne. 3:2 Situation. Baller. Und der Nachschuss und Baller! Ja. 28 Sekunden vor Ende mit dem 5:1. Gianluca Baller nutzt die Gelegenheit. Torhüter weiß nicht genau, wo die Scheibe ist und stochert den Puck über die Linie. Kai Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Tor für die Crocodiles. Du hast das schon mal gemacht in Landshut, oder? Ja, richtig. Aber das heute war ich, glaube ich, gar nicht. Das haben die ein bisschen falsch auf dem Zettel gehabt. Ich wollte zwar schießen, aber der Norm hat mir ein bisschen die Sicht genommen. Und dann war die Chance leider weg. Und dann habe ich zu ihm quergelegt und er hat das Ding reingemacht. Ich weiß nicht, aber wir wissen ja bekanntlich, die Schiedsrichter haben nicht die besten Augen in der Liga. Also kann man sowas auch mal übersehen, ne? Ganz kurz, deine Meinung zu dem Spiel, zu diesen packenden 60 Minuten? Ja, es war ein harter Fight über die kompletten 60 Minuten. Und ich denke, wir haben heute von Anfang an, von der ersten bis zur letzten Minute hier alles reingeworfen, um heute das Spiel zu gewinnen. Ja, und letztendlich sind wir auch verdient als Sieger vom Eis gegangen heute. Was meinst du, wie wichtig ist dieses Spiel jetzt vor dieser Länder-Deutschland-Cup-Pause nochmal mit dem kleinen Kader, besonders für die Moral, doch sehr, sehr wichtig, oder? Ja, für die Moral auf jeden Fall. Also gerade jetzt nach den letzten Niederlagen, die immer so knapp waren mit der kleinen Truppe so, war das heute nochmal immens wichtig, auch für den Kopf jetzt, dass wir nochmal so einen Sieg geholt haben und dann vor allem so wie heute. Dann wünsche ich euch allen eine gute Deutschland-Cup-Pause, erholt euch gut und dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder in alter Stärke, alter Frische wieder. Danke dir, ciao, ciao. Schönes Wochenende. So!